Ursula von der Leyen ist es gewohnt, die Erste zu sein. Als erste Frau wird sie 2013 Bundesministerin für Verteidigung. Und sie bleibt länger im Amt als so mancher ihrer männlichen Vorgänger. Nun also könnte sie auch die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Für die 60-Jährige keinesfalls Neuland. Schon lange wirbt sie in der EU für mehr militärische Zusammenarbeit. Erst im Juni präsentierte sie zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Modell eines deutsch-französischen Kampfjets. Macron soll es auch gewesen sein, der von der Leyen nun für den Posten der EU-Kommissionspräsidentin ins Spiel brachte. Der vermeintliche Umzug nach Brüssel dürfte für sie kein Problem sein. Von der Leyen ist in Brüssel geboren. Gemeinsam mit ihren Geschwistern besuchte sie die Europaschule. Sie spricht fließend Französisch und Englisch. Die studierte Ärztin und Mutter von 7 Kindern folgt dem politischen Werdegang ihres Vaters Ernst Albrecht, der lange Ministerpräsident von Niedersachsen war. Ihre politische Karriere beginnt als Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag. Später wird sie Landesministerin. Seit 14 Jahren ist die CDU-Politikerin mit wechselnden Ressorts im Bundeskabinett vertreten. 2005 wird sie Bundesfamilienministerin, dann Arbeitsministerin, schließlich Verteidigungsministerin. Kein leichter Job. Immer wieder gibt es Probleme bei der Ausstattung der Truppen. Horrende Sanierungskosten beim Segelschulschiff Gorch Fock oder ein Untersuchungsausschuss, der Ministerin Misswirtschaft nachweisen will. Nun also folgt möglicherweise der Wechsel nach Brüssel. Dann könnte sie zum zweiten Mal die Erste sein, als EU-Kommissionspräsidentin. Und in Berlin müsste eine neue Verteidigungsministerin gefunden werden oder ein Minister.